Bonsoir, Muchachos. Da sind wir wieder, eure Losers. Ich bin der Deko und wir zocken ein Game mit unserer Mighty Muchacho Army gegen den Rest der Welt. Mit von der Partie ist der Marbossa. Boop. Und außerdem Daniel the Best 12. Ah ne, Daniel the Beast 12, tut mir leid. Jenny Penny Over P und Hannibal 1904. Bonsoir, Muchachos. Ja, ist ein alter und, Muchacho schon, ne? Wer 1904 geboren ist, wie alt ist er dann jetzt? 111, dann ist er jetzt 96, 111. 96, die Wurzel aus minus 36. Also. Das ist dein scheiß Problem. Wie kommst du auf so ein Deko-Rechnen, sowas immer so kompliziert? Was für kompliziert, Alter? Einfach 96 von 1904 bis 2000, dann haben wir 15 drauf. Bla bla bla, ging links rein, rechts raus, problem. Wie alles, was Deko sagt. Also, wir zocken mal wieder endlich ein Muchacho Army gegen den Rest der Welt. Wir waren lange nicht mehr im LOL-Universum aktiv, waren 4 Tage nicht da, beziehungsweise ich musste durcharbeiten. Deko hat, keine Ahnung, seine Eier ein bisschen gesonnt, oder? Was hast du gemacht, Deko? Ich war bei meinem Vater, bei Vatern zu Besuch. Bei Vatern, ja, ist auch immer schön. Und deswegen, die letzte Nachricht oder die letzten Kommentare, die wir gelesen haben, da stand, zock doch mal Rek'Sai. Und ja, machen wir jetzt. Ich habe gerade schon mal Rek'Sai gespielt und habe mich jetzt ein bisschen warm gemacht mit ihm. Und ich denke, jetzt bin ich bereit für ein Game mit ihm. Natürlich mit Ignite, das ist eine Ulti, funktioniert ja wie Teleport. Was? Mabossa ist bereit. Ich bin bereit. Wir zocken gegen eine... gegen Sion. Sion in der Mitte, was? Nee, du spielst. Das wird ja. Ach, du spielst top? Ich spiel top, ja. Okay. So, wir stellen die Puppe hin, um sicher zu sein. Und, Ja, wird eine Bro-Lane, hoffe ich doch mal. Muchachos, ich hoffe, unsere Soundprobleme sind jetzt gefixt. Genau. Sagt einfach was. Wenn es immer noch Käse ist, dann gibt Deko die Schuld, denn wenn irgendwas nicht stimmt, dann hat Deko immer die Schuld. That's not true. Aber schreibt einfach mal, ob es wieder in Ordnung ist. Ich denke mal, es dürfte jetzt wieder in Ordnung sein. Weil das LOL jetzt mittlerweile ein bisschen zu leise. Das könnte natürlich sein, aber bei mir dürfte... Machen wir mal hier... Ganz bisschen nach oben. Ich hab jetzt mein Master-Volume auf 27 gestellt. Oh. Mach mal 25, das ist eine gute Zahl. Ja, gegen Sion, das ist ein fucking Tank. Ich habe den schon lange nicht mehr auf der Top-Lane gehabt. Ich wollte eigentlich einen AD Rek'Sai machen. Ob ich das jetzt kann? Natürlich kann ich das, mache ich auch. Wir starten natürlich mit dem... Machst du echt AD Rek'Sai? Ja. Aber eigentlich brauchen wir einen Tank, ne? Wir haben Nautilus. Oh. Mal schauen, ich mache das spontan. Mal schauen, was es wird. Wenn es schon im Early gut läuft. Dude, den ersten Farm verpasst, weil ich mich verklickt habe. Klick, klick. So. Zack, ich guck jetzt mal, ob ich da beim Red Buff jemanden zu fassen kriege. Lol. Alter, sie haben mir richtig weggebrezelt schon. Ja, ich dachte, der hält ein bisschen mehr aus. Okay, der Red Buff ist da. Aber der hat natürlich auch ordentlich Tränke zum Schlucken. Ach, Irelia ist das im Jungle. Irelia ist natürlich ziemlich langsam. Boom, nice. Dann macht Papa schon den Damage of Justice. Ich glaube, das hatten wir bei Mikes Diamantanalyse. Was da war denn? Bei Toplane eine Irelia und die hat, bevor sie auf Toplane gegangen ist, im Jungle die Wölfe gemacht. Hat dafür ewig lange gebraucht. Hast du das angeschaut? Das habe ich mir angeschaut, ja. Was zum Fick, wo bleibt denn die? 3 Minuten 20, soll ich eine fucking... Ich mach den Solo. Selber, ey. Please, ey. Irgendwie ist auch mal dir gut. So, wie viel Tränke hat er noch? Oh, Irelia ist top.
Lol, die geht top, ohne hier einen Wrap-Up zu machen. Hat die Wrap-Up? Hat die Wein gemacht? Alter, alles gedodged hier. Du kannst sie jetzt gleich ficken, ne? Obwohl, Ich ficke jetzt. Jetzt muss ich schon wieder aufpassen, please. Da du die ganze Zeit irgendwie was von erzählt hast, dass Irea gleich kommt, habe ich da eigentlich auch gar nicht so mit gerechnet, dass die jetzt bei mir ist. Ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie Level 2 top gankt. Ist jetzt vielleicht bei jetzt bei meinem Rap-Buff, weil sie gesehen hat, dass ich mit Rap-Buff mitgegangen habe. Nice one. Sehr schön, ja. Ich warte eigentlich, ja, bis ich Level 6 bin. Dann gehe ich zurück, bastel hier vorher nochmal natürlich was hin. Ich könnte jetzt top-gangen. Ja, warum nicht? Dann komme ich jetzt top. Ja, natürlich nicht schlecht, ist die Wave. Warte mal, hat er Ignite? Nee, hat er nicht. Die Wave ist nicht gerade erst angekommen, ne? Okay, jetzt rein, komm. Komm. Sehr schön. Oh, der wiegt dich! Ich wollte ihn gerade noch aufhalten. Nein, ich hätte nicht gedacht, Sprung, dass er noch so viel Damage auf dich drückt. Ich hatte aber meinen Sprung ready. Achso, okay. Also alles im... Alles butterweich, sagst du? Alles butterweich. Oh, Botlane fällt jetzt ein Kill für uns oder für die? Okay, Sion ist wieder da. Ich muss mich... Obwohl, ich bleib hier, ey. Ich hab dicke Eier. Ich hab richtig massiv dicke Eier. Ich komme Bot, mal gucken, ob die Wayne da bleibt. Na, sieht schlecht aus. Der macht meine ganzen Dinger platt. Verständlicherweise. Nein. Ich hätte doch zurückgehen können. Wenn sie weiter so an der Wand stehen bleibt, ja, dann kann ich über die Wand rüber. Ein Auto-Attack und E müssten dann eigentlich reichen. Jetzt bin ich Level 6. Nice. Jetzt kann ich zurückgehen. Obwohl, die muss ich jetzt natürlich auch noch machen. Bleibt ja echt zu lange, glaube ich. What the fuck, ey, jetzt hat der Nautilus das Ding gekillt, ey. Du kannst nicht zufällig nochmal top kommen? Nee, ne? Einfach nur um kurz zu halten. Oh, fuck, ich lieber weggehen abhauen sollen. Oh fuck, ich bin tot. Ich muss abhauen. Oh, das war jetzt natürlich nicht so geil. Ich habe keinen Kill, das wird nicht reichen. Shit, und jetzt krieg. Oh fuck. Jetzt muss ich hier natürlich. Oh, ist das Käse gerade, ey. Super Käse, jetzt verpasse ich so viel Farm. Wärst du mal früher weggegangen? Ja, deswegen ja. Hätte ich niemals so viel verpasst. Eine Kröte, Alter. Ja, es lief gerade auf der Botlane irgendwie ein bisschen nicht so, wie es geplant war. Eigentlich wollte ich die Vayne eben killen. Dann hat sie mich aber mit ihrem scheiß Fick da weggestoßen. Ja. Dann hat Nautilus den Kill bekommen statt mir. Nice. Dann hat Irelia unsere Jinx weggekillt. Und dann habe ich noch versucht, Irelia zu fighten. Dann kam eine Healy dann auch noch. Wobei ich es gegen Irelia auch nicht geschafft hätte. Nein! Oh! Oh. Mabosa ist der King! Mabosa ist der King! Das war doch schön, ey. Ich würde jetzt gerne wissen, ob... Wo ist Madame Knacko? Das will ich gerne wissen. Irelia war gerade Mitte. Okay. Hier, also hier war sie, die könnte zu dir kommen. Ja, Suppi mit Ignite. Ist das schon eine schnieke Sache hier? Ja, Irelia ist top. Kann ich mir jetzt Tiamat holen? Sexy. Ja, kann ich.
Und dann gehe ich vielleicht gleich mal nach unten, baue mir da meine Base zusammen und teleportiere dann wieder auf die Top-Lane mit meiner Ulti, wenn es denn irgendwann soweit ist. So, jetzt haben wir Tiamat. Mal sehen, wie schnell wir ihn jetzt wegbrezeln können. Auf was geht er denn eigentlich? Der dürfte eigentlich mal... Ach, das ist auch ein Adesion! Ach je, yeah. Ist ja geil. Ich glaube, dann kann ich ihn weiterhin contesten, auf jeden Fall. Machen wir jetzt auch. Zed, willkommen. Nee, die können wir nicht in Ultra kicken. Alter, ich platziere den ja richtig weg, ey. Boom! Na? Scheint abgeworden zu sein. Ich glaube, Irea. Ach nee, Irea ist da gerade zu. Oh, ist das geil. Ist das geil. Das Irea? Ja, wo? Ja. Da ist bei dir. Sehr schön, das Jungle-Item können wir schon mal ausbauen jetzt. Oh! Irea bei dir. Lose Sache. Aber du kannst auch den Tunnel benutzen. Deswegen bin ich ja schon weg. Du hast einfach den Tunnel benutzen können. Ja, ich wollte ja Sion nochmal schnitzeln. Wollte Sion in Sicherheit wiegen. Ich mach Ripper. Dann Maß nehmen. Ich hab hier schon meine Tactics-Deko. Trust me, Bro. Hier. Oh, oh. Da musst du jetzt mal vorbeikommen, die Digga. Die kommt ne? Zu mir. Ich bin ja hier beim Ripper. Die kommt zu mir. Kommst du? Ach nee, kommt noch nicht. Aber ich komme jetzt auf jeden Fall zu Sion. Oh, ich bin am Arsch. Jetzt bin ich wirklich am Arsch. Obwohl. Bist ja hier, ne? Ich bin jetzt da, ja. Sehr schön. Wir haben wenigstens einen bekommen. Hättest du da noch ein bisschen mehr machen können, Lena? Was, wo? Passieren? Ne, der ist ja mit der Ulti abgehauen. Schade, Pompade. Aber es läuft schon mal supi. Und ich glaube, der Fehler ist echt, dass der Sion auf AD geht. Sonst hätte ich da meine Probleme. Nice, ey, super geil. Super geil. Und unser Team ist total am Rocken gerade. 7-2, ja, läuft echt gut. Ich würde jetzt gerne nochmal Botlane ganken. Ich muss mal irgendwie an die ich muss auch mal Botlane ankommen. Ich hole mir jetzt die Schnelligkeitsschuhe und dann gehe ich mal Botlane. Dann können wir auch direkt den Drake machen. Was hältst du davon? Jo. Machen wir. Oh ja, schön. Schön auf Full AD Rek'Sai. Bam, 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 bam. Gib ihn. Oh, hat das schön gemacht. Mehr Auto-Ticks! Oh, ja, Penny, da musst du aber noch ein bisschen was machen. Mon chérie. No. Ich hatte keinen Mana mehr, so eine Scheiße. Ja, die beiden ist tot, ne? Nelly könnte auch noch kriegen, oder? LOL, spring doch noch rein, bisschen, ey. Ein bisschen sloppy von ihr, ne? Warte. Die will ich aber auch noch haben. Schade. Na, das wird schwieriger. Ich müsste Toplane gleich ultien.
Warte, hier mache ich jetzt auch nochmal. So, hier ist jetzt auch ein scheiß Graben. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich geflasht habe. Das ist wie so ein Blackout. Jetzt hätte ich gerade kurz gesoffen. Dann wollte ich nach vorne flashen und Niederlee igniten. Und dann hatte ich plötzlich keinen Flash mehr. Und ich dachte mir so, wo habe ich denn gerade meinen Flash benutzt? Da war ich echt eine Sekunde lang total besoffen. Hat zum Glück noch irgendwie geschafft, das zu klären dort. Auch wenn die Botlane ziemlich sloppy war in dem Moment. Ja, Drake würde ich jetzt gerne machen. Kann ich jetzt machen. Da ist Jinx auch nicht da. So, was hat der... Oh, der ist auch noch so behind, ne? Oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das wird richtig Hammer. Okay, Sion muss direkt wieder abbauen. Das ist diese hässliche Irelia schon wieder hier war, ne? Die ist überall, wo ich ganke. So nervig. Ja, fickt sie. Schade. Boom, 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 boom. Ja, was? Was haben Sie vor, Niederlee? Wieso gehen denn die Botlane da nicht hin? Also nochmal wieder. Ich würde gerne hochgehen. Ja, mach den, mach den, mach den, mach den. Nein, brauchen wir zum Tanken. Nautilus kommt auch nicht. Oh. Ich gehe gleich rüber, um sie zu knacken. Warte, warte, warte. Alter, war das Käse von mir. Oh mein Gott, war das Käse von mir. Es schien mir echt so, als wäre Irelia gerade kurz in die Küche gegangen und hätte sich ein Eistee geholt oder so, weil da hat sie irgendwie nicht drauf reagiert. Oder sie hat ganz komisch auf den Drake geschaut, dass sie das auch nicht gesehen hat. Ja, natürlich möglich. Seid ihr noch hier? Ich will da was machen, ne? Also. Nur ich bin hier. Na, dann lass ich sie kommen. Sofort auf Viktor. Und jetzt. Ja, sehr nice. Sehr nice! Es funktioniert! Es lebt! Und jetzt gehen wir weiterhin auf Full AD, obwohl Full AD will ich eigentlich gar nicht unbedingt, denn ich merke schon, ich bin schon ziemlich squishy und Damage mache ich schon fast genug. Die gehen trotzdem nochmal total fucking mega auf Hydra. Und jetzt wurde mir das hier empfohlen. Frozen Mallet. Und Frozen Mallet ist ein Item, was ich sehr, sehr selten benutze und deswegen einfach mal Try and Error. Wenn schon wirklich. Ich dachte, du gehst auf Papier. Was mache ich denn da hier? Also gerade wenn man gegen AD-Champion spielt, dann scheint mir Rek'Sai echt auch ein guter DD zu sein. Ja, auf der Botlane gepinkt, da kommt die Irelia gerade hin, jetzt haut die Irelia wieder ab. Ja, wenn sie Botlane ist, dann kann ich hier Toplane richtig krass weiter durchpushen, das gefällt mir. Ja, sie ist ja gerade wieder abgehauen, aber sie war auf jeden Fall noch auf der Botlane-Seite. Oh, dann werde ich jetzt den ganzen Jungle auseinandernehmen. Oh yeah. Was? Hast du hier schon deinen Unfug getrieben? Beim Blue Buff habe ich immer geschrieben. Hätte Daniel the Beast einfach mal ein bisschen. Oh! Okay. Oh! Und reicht es? Alter, dieser Damage, der plötzlich rumkam! Bam! Er brüllt da immer wie so ein ungeborener Fötus. Ja, die brüllen echt laut. Wie heißen diese Scheißviecher von Harry Potter? Diese Klabusterbären? Warte mal ganz kurz. Ich kenne nur diese kreischenden Dinger, die in den Tontöpfen da sind. Ja, genau. Von denen rede ich. Kreischer. Das war geraten. Keine Ahnung.
Oh, Victor! Victor will sterben! Na. Double Kill für Deko! Wo ist dein Victor? Ich nehme mal den Red Buff, ne? Jo. Ich hole ihn mir einfach. Und dann schnetzeln wir nochmal den Sion. Ich mach gerade nämlich richtig Bock, den kaputt zu machen! Warte, kommt der hier hin? Nee, der ist gerade in seinen Jungle gelaufen. Ja, dann werde ich die Top-Lane einfach so weiter pushen. Ohne ihn. Auf die Bot-Lane, da habe ich leider nur hier einen Tunnel und... Wir sind ein bisschen zu weit weg. Mann, warum habe ich keinen fucking Ward dabei? So, aber die sind auch alle Botlane. Ist da so viel Action gerade, oder? Nein, die Ulti. Warum hat er seine Ulti jetzt eingesetzt? Oh, Deko wird zerschnitzelt. Ich wollte mir nur Outplay-mäßig den Red Buff da klauen, während Victor auf mich einschnetzelt, aber... Wäre Sion nicht da gewesen, hätte ich es sogar geschafft. Manche können es, manche nicht. Ganz einfach. Aber Hauptsache, ich mache da den scheiß Red Buff und dann kommen Sion und Xerath dazu völlig um die Ecke. Sion und Victor. Dass Victor da kommen könnte, wusste ich, aber dass Sion da jetzt noch kommt. Lass mich in Ruhe. Schubidu. Fuck, stimmt, hier könnte auch noch ordentlich Action passieren. Wo ist Irea? Da ist Victor, okay, geh ich hin. Oh, das sind beide. Okay. Okay, Irea ist da gerade abgehauen. Victor wird sich hier zurückgeportet haben. Ach ja, dammit, sie hatte ihren Betäubungsschlag noch, schade. Okay, das ist der Victor wieder. Oh, so ein geiler Damage, so ein geiler Damage. Also Shaco ist auf jeden Fall richtig cool, wenn man sich so eine Vayne vornimmt, oder? Ja, das stimmt. Nidalee auch, easy. Ja. Alter Belly. Ich dachte ganz ehrlich, da ist gewordet, weil Irea ist da nicht hingegangen und dann kommt da plötzlich der Victor um die Ecke, ne? Aber der hat doch gerade noch hier rüber gewordet. Hat er? Ja. Na, geht er da echt hin? Vielleicht. Aber wir waren ja auch alle im Busch, ne? Vielleicht hat er deswegen nichts gesehen. Oh, das wäre natürlich auch Next Level gewesen. Das hätte ich gerne mal von seiner Sicht gesehen. So, und die Gegner wollen auch schon, dass wir es werden. Das ist die Stärke der Muchacho Army. Der Drake ist wieder ab. Was ist ab? Drake. Ja. Ich will mich lieber nochmal den Sion widmen. Die sollen nicht aufgeben, Alter. Oh. Aber mittlerweile ist die Jinx auch so fett, dass die Portländer auch wegzerreißen. So, ich konnte vorher leider nichts machen. Oh, von der Seite. Wuhu! Nein! Schade. Oh, 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 oh! Sehr schön gemacht. Das war ja überhaupt nicht vorhersehbar, dass das reicht. Oh, oh, oh. Oh, you can't take it, Vayne. You can't take it. Vayne ist so behind, Alter. Okay, der ist ein Item fertig. Ja, dann komm. Jetzt gehen wir nochmal alles. Boom, 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 boom. Und jetzt muss ich schon mal abhauen. Ach so. Sorry.
Geil. Oh mein Gott, war das knapp. Sehr nice. Jetzt können wir aber machen, oder? Jetzt können wir die Sache beenden. Oh mein Gott, ich dachte gerade wirklich, da ist es um mich geschehen, nachdem mich Vayner zweimal gegen die Wand gedonnert hat, aber... Die ist sogar noch hier gezündet. Guck dir mal ihre Stats an. Ja, trotzdem, ne? Vayne ist Vayne. Macht trotzdem absoluten Damage mit jedem dritten Schlag. Hat ihr Blade of the Rune King auf mein Arschloch gedrückt. Hat die Ulti angehabt und hatte Heal. Hat aber sonst nichts. Wenn sie noch 1K oder 2 Items hätte. 5K! Blablabla. Hat ein oder zwei mehr Items hätte, die vielleicht hätte wirklich gefährlich werden können, aber... Die hätte nur Blade of the Rune King fertig. Ja. Nein, das ist noch nicht enough. Oh, oh nein, ich will ein perfektes Game machen. Ist was? Ich hab's nicht geschafft, ein perfektes Game hinzubekommen. Oh, war Wasser wieder zu greedy, hat nur Victor gesehen. Rein da. Und, schade. Ist unsere. Wie schaut's denn bei unserer Jinx aus? Wer ist denn eigentlich so fett, wenn Jinx nicht so fett ist? Nur wie beide, ne? Echt nur wie beide. Seid auch noch ein bisschen. Okay, aber man muss dazu sagen. Die KDR ist immer noch 14. 14 Kills hast du schon? Nee, aber Supports werden ja mitgezählt. Ey, mein Bosser ist so ein hässlicher Schlumpf, Alter. Es ist so. Er zählt immer Supports als Kills mit. Immer. Also bei sich selber, bei anderen gilt's ja nicht. Aber ja, du hast eine KDR von 11 geteilt durch 3. Also 3,8 oder so. Und Mabosse hat 14. Das hört sich doch schon besser an als 3,8. Ne, aber ich finde auch, du hast ein super Game gemacht. Hab zwar nicht viel mitbekommen, was da bei dir so passiert ist. Aber diese zwei Sachen auf der Top-Lane, das war ja schon ganz angenehm. War hauptsächlich auf der Bot-Lane unterwegs diesmal. Oh, das ist das Cyan wieder. Das Neider, die Heatwave. Oh, Irea, ich will Irea snacken. Wohin geht sie? Wohin geht sie? Pusht sie weiter? Geht sie hier zurück? Sie pusht weiter, okay. Ich brauche nicht mal meine Ulti einzusetzen, um zu pushen. Komm, Baby! Komm, Baby! Komm on, Baby! Oh, lol. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Jawohl! Das war aber auch wieder ein Hin und Her, die Scheiß-Area, ne? Die geht mir aber auch fett auf die Eier. Das muss ich ja manchmal sagen. Was für ein Hin und Her, du hast volle AP. Ja, sie ist aber abgehauen. Dass du immer so tust, als wäre das irgendwie gerade eine Glanzleistung, die du da abziehst. Das war eine Chase-Glanzleistung, doch. Und ich habe so unglaublich viel Knete. Ich glaube, Deko ist echt eifersüchtig auf mich. Wieso kommt da eigentlich niemand, um den Nidalee zu helfen? So, wie viele Drakes haben wir? 2 erst, Deko, was machst du denn hier für eine, was hast du denn hier für eine Leistung, Parade? Alter, das Game läuft erst eine halbe Stunde. So, warte mal. Hat man, ich glaube, das hat man auch, wenn man... Das ist ein Mega-Start, wenn man hier hingeht. Den Mega-Start kannst du auch mir haben. Nice. Oh, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Oh Mann, Alter. Das ist gerade... Alter, die haben erst 7 Kills. 32 zu 7. Das ist eine Schlachtung. Aber ich glaube, jetzt haben sie auch aufgegeben. Also, beziehungsweise, sie sind, glaube ich, in ihrer Base jetzt. Das wundert mich aber, dass die nicht aufgeben. Vayne! Vayne, 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 Vayne! Nein, das ist meine Vayne. Fick dich. Vayne! Meine Vayne! Meine Vayne! Wo ist sie? Hier? Hä? Hallo? Wuhu! Nein, sie ist echt zurückgekommen. Nein. Oh, please. Weil Deko so langsam war. Hauptsache, ich kam gerade aus der Base, als ihr das gesagt habt, Alter. Trotzdem noch fast geschafft. So, KDA von 17. Schaffen wir noch eine KDA von 20? Oh ja.
Was? Was? Yeah! Egal, zählt ja auch. Support zählt ja mit. Super geil. Das ist so bad von dir, Alter. So bad. Das ist aber so. Das ist kein bisschen so, das Alter. Das wird so gezählt, doch. Wollen wir nie gesehen, dass die bei Call of Duty spielen oder sowas und ihre Assists als Kill mitzählen. Ja, sind wir hier bei Call of Duty? Nein! Ey, du bist so ein dreckiger, pimmelgesichtiger Bastard. Nein! Ich will meine guten Stats behalten, Sia-Team, ich bin weg. Oh mein Gott, da haben sie uns aber gefickt. Da haben sie uns aber gefickt. Da haben sie uns gerade richtig auseinandergenommen. Okay. Wir gehen noch ein bisschen mehr auf Leben. Nein, da wollte ich mich gerade hin teleportieren. Mit meiner... Warte, wo habe ich denn meine... Ach, hier auch. Komm. Die machen Drake. Ja, geh ich hin. Halt sie auf. Ja, halten wir. Faster, okay, machen wir den Drake. Wie easy ihr die alle wegzieht, ne? Okay, der ist auch extrem fett, ne? Oh, wen? Wo ist sie? Wo ist sie? Oh yeah! Ja, Mann! Zed krittet sie auf 1 HP runter und Mabossa zwirbelt einmal seinen Schwanz und schon. Ist wie hat sogar eine KDR von 21 jetzt? Es hilft Kill noch, zählt noch eher als Kill. Ein dreckiger Stumpf, ey. So. Also ich hätte echt auf Full AD direkt freigehen können. Aber ganz ehrlich, lass doch mal hier pushen, was ist denn das hier? Wir hätten schon 8-mal Baron machen können. Wir machen jetzt Baron, komm. Baron! Wie sollen wir rauskommen hier? Oder noch ein bisschen Mitte pushen, können wir natürlich auch. Jetzt werden sie ja von allen Seiten reingepusht, also. Sehr schön. Endlich mal, ey. Das ist aber auch hier ein sloppy Game, was wir hier machen. Na, ist die AFK? Die ist AFK, dann gehe ich da nicht drauf. Obwohl, doch! Das sind doch alles Kills für meine KDA! Oh yeah! wie wär's mit dem Tower weitermachen? So, wir können ja schon mal schreiben, GG. Zählen Buildings auch als Kills? Ja, ja. Wo ist sie? Wo ist sie? Da vorne echt? Nicht wenden, nicht wenden, nicht wenden! Bitte! Nicht wenden! Nein! Ja. Nein! Naja, wir haben trotzdem es geschafft, nicht mehr als einmal zu sterben. Wir schauen uns doch mal den Damage an, denn obwohl ich so viele Kills habe, glaube ich gar nicht, dass mein Damage unbedingt so weit oben ist. So weit oben? Ne, Zed ist noch ein bisschen weiter oben. Deko so weit unten, das gefällt mir. Wir nehmen auf jeden Fall wieder meine Aufnahme. Deko hat mir wieder gesagt, geht nicht mehr. Würde ich sagen, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Bye, bye.